Die große Hufeisennase ist das seltenste Säugetier der Schweiz. Die Fledermausart wird bedroht vom Verlust naturnaher Landschaften und Insektensterben. Noch 3 Kolonien mit weniger als 200 Tieren gibt es in der Schweiz. Im Kanton Graubünden, im Wallis und in Wegenstetten im Kanton Aargau. Pro Natura hat hier zusammen mit dem Jurapark Aargau und der Stiftung Ferien- und Baudenkmal ein Projekt realisiert. Zum besseren Schutz der Fledermaus und auch zum Erhalt des Gebäudes hat Pro Natura das Gebäude gekauft und saniert. Der Dachstock des Flederhauses ist von zentraler Bedeutung, weil hier drinnen die Weibli ihre Jungtiere zur Welt bringen und sie hier auch ihre ersten Lebenswochen verbringen. In den meisten Fällen hält sich die grosse Hufeisennase zoberst im Giebel auf. Dort hat der Fledermausschutz auch eine Heizung montiert, sodass die wärmeliebende Art sich auch hier wohlfühlt. Und dann hängen sie meistens in dieser Konstruktion und wärmt sich auf. Sobald es komplett dunkel ist, verlässt die grosse Hufeisennase das Gebäude über grosse Öffnungen und geht raus über einen Garten in die Landschaft jagen. Die grosse Hufeisennase ernährt sich von grossen Insekten wie Nachtfalter und Käfern. Pro Natura hat im Garten auf 2000 Quadratmetern Biodiversitätsflächen geschaffen. Wir haben einen Teich gegraben, wir haben Trockensteinmauern gebaut, eine Blumenwiese angesät und verschiedene Hochstammobstbäume und Kopfweiden gepflanzt. Auf der Suche nach Insekten benötigt die grosse Hufeisennase weiträumige Jagdgebiete. Fledermäuse sind beim Jagen auf naturnähe Lebensräume mit höherer Artenvielfalt angewiesen. Der Jurapark Aargau setzt sich darum mit der lokalen Bevölkerung und der Landwirtschaft dafür ein, dass Dauerwiesen und Weiden, Hochstammbäume und Hecken als Vernetzungsstrukturen in der Landschaft erhalten bleiben. Auch im Flederhaus selber werden Synergien genutzt. Unsere Stiftung Ferien- und Baudenkmal hat das Haus, das wir uns darin befinden, zusammen mit der Pro Natura wieder instand stellen. Mit der sanften Renovation des Flederhauses haben wir einerseits das Baudenkmal gerettet, andererseits machen das so jetzt auch den Feriengästen zugänglich, die jetzt hier Ferien machen im Baudenkmal. Die Zusammenarbeit mit der Pro Natura und dem Jurapark Aargau ist für alle drei Partner eigentlich eine absolute Win-Win-Situation. So haben wir wirklich die Fledermäuse schützen und das einzigartige Baudenkmal erhalten. Mit ihrem Echo-Ortungssystem, dem komplexesten im ganzen Tierreich, können Hufeisennasen sogar Insektenarten voneinander unterscheiden. Wer mehr erfahren will über die große Hufeisennase, Pro Natura hat im Flederhaus in Wegenstetten eine Ausstellung eingerichtet. Auch Fledermausexkursionen und Führungen werden angeboten.